Morgen, Leute. Es ist unfassbar kalt, obwohl es noch gar nicht so weit im Winter ist. Aber wenn man sich hier mal umdreht und das wunderschöne Alpenpanorama anguckt, dann sieht man, dass die Schneegrenze extrem weit unten ist. Ich bin zum Glück gut Zwiebelschichtprinzipmäßig eingepackt. Das ist das Gute. Wo bin ich? Das sieht nicht aus wie ein kleines Bächlein, wo es heute zum Fliegenfischen geht. Heute geht es schneidern wahrscheinlich. Aber wir hoffen, dass wir den realistischen Plan nicht getreu werden, sondern etwas fangen. Und dafür habe ich mir den, kann man sagen, bayerisch größten Angel-YouTuber geholt. Ist das wahr? Weiß ich nicht. Okay, auf jeden Fall einen krassen Vielleicht. Angel-Promi geholt. Hallo. Hallo. Das mit dem Schneidern unterschreibe ich noch nicht ganz. Noch nicht? Nee, schauen wir uns das mal an. Bin nicht ganz schlechter Dinge, aber ja, die letzten Nächte waren recht kalt, deswegen mal gucken, wo die Fische unterwegs sind. Es geht heute natürlich auf Hecht, sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Große Hechte. Also wie gesagt, ich sag mal, die Chance, wenn heute einer kommt, dann ist es vielleicht kein so schlechter. Aber gucken wir mal. Es ist auf jeden Fall bitterkalt. Ihr seht, ich habe mich extra schön angezogen hier in meinem Schwimmanzug. Also mir wird auf jeden Fall schön warm sein, aber ja, jetzt schauen wir mal. Es ist wunderschön gerade und sagen wir, fahren jetzt einfach mal raus und legen los. Okay, jetzt noch mal ganz in Ruhe. Natürlich für alle, die ihn nicht kennen, was hoffentlich sehr wenige sein werden, der liebe Marius von auf Deutsch Echtes Angeln. ja, der Marius ist hier, würde ich sagen, der absolute Pro in Voralpenseen fischen. Oh je. Ja, ist Druck aufbauen kann ich auf jeden Fall. Und der Marius ist heute hoffentlich meine Rettung. Wir werden heute schön schleppen und Freiwasser werfen, oder? Ja. Das ist der Plan. Also wir fangen jetzt mal mit dem Schleppen an. Genau, erzähl du jetzt es mal. Es ist einfach eine reine Frage des Rausfinden, was gerade noch geht. Wir haben 8 Grad Wassertemperatur, was natürlich schon wenig ist. Habe jetzt aber gerade tatsächlich auf dem Echolot den ersten Schwarm schon auf 10 Meter noch, was gut ist. Gefahr jetzt natürlich, ist es Anfang November, ist, dass die Fische einfach schon zu tief stehen und wir sie praktisch nicht mehr erreichen. Das ist jetzt die Hauptgefahr, die wir haben. Was tun wir, um sie zu erreichen? Wir fischen mit Schleppblein, um eben auf die Tiefe zu kommen. Wir fischen an sich mit tieflaufenden Ködern, weil ich, wie gesagt, schwer davon ausgehe, dass die Fische tief stehen. Und damit versuchen wir heute zum Erfolg zu kommen. Ob das funktioniert, ihr werdet es sehen. Gut erzählen kann er auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, ob wir auch gut fischen können. So, Drohne kann jeder. Wir haben unseren Kameraballon. Ja. Wo der Colin da ist, muss man natürlich alle Register ziehen und ich habe mir gedacht, komm, engagieren wir einen Heißluftballon. Ja, ich muss sagen, Wetter hast du auch gut gemacht. Habe ich auch, aber das kommt nur Bundle mit dem Heißluftballon. Gut, also ich weiß nicht, ob es für ein Hecht das beste Wetter ist, aber... Da wollen wir jetzt an der Stelle nicht drüber reden. Für die komplette Fingerabfrierung ist es auf jeden Fall ganz gut, die Sonne. Wind haben wir ja ein bisschen, das müsste ja ganz gut sein, oder? Das ist, stimmt mich sehr positiv. Und die Schleppruten sind auch schon draußen. Willst du kurz erzählen, was wir so ungefähr das Zeug dran haben? Was haben wir dran? Wir fischen zweimal die Ranky One, die der Colin mitgebracht hat. Eine tief davon, eine mal flach. Wer sie nicht kennt, das sind so Swimbait-Imitate von Renken. Weil, wer es nicht weiß, in so Voralpenseen sind Renken ganz häufig zu Hause, häufig anzutreffen. Ich merke jetzt schon, ich sollte meine Erklärung ein bisschen an Viewer anfassen, die das nicht jedes Wochenende machen. Ich entschuldige mal an der Stelle. Wir fischen also mit zwei Renken-Imitaten, weil das unsere Hauptfutterfische hier an dem See sind. Eine in einer etwas schockigen Farbe und eine in einer sehr natürlichen Farbe. Einfach um das Spektrum ein bisschen abzudecken. Eine davon flach. Wer das Video aus dem letzten Herbst von uns auf Real Fishing gesehen hat, hat gesehen, dass wir da auch einen sehr großen Hecht auf eine sehr flache Route fischen konnten. Auch da wieder, das ist eigentlich genau der Gegensatz zu dem, was man eigentlich denkt, weil immer man denkt, wenn das Wasser kalt wird, gehen die Fische tief, wo es halt wärmer ist. Aber wie gesagt, wir probieren mal eine Route auf jeden Fall flach. Ansonsten auf der anderen Route fischen wir von Westin einmal den Platypus, einen tieflaufenden Wobbler mit 22 cm, also ein bisschen eine andere Aktion, in der natürlichen silbernen Farbe, auch da wieder so ein bisschen diese Futterfische imitieren. Und dann noch den Hypotis Inline, einen 35 cm langen Swimbait, weil ich mir denke, wenn es knallt, dann soll es richtig knallen. Und der hat so eine Hechtfarbe, weil wir da eben auf diesen kannibalischen Instinkt von Hechten gehen, der hier an dem See, wo wir angeln, auch sehr stark ausgeprägt ist, diese Hechtfarbe. Haben wir hier schon sehr, sehr gute Erfolge gebracht. Das ist so das Setup. Und ja, jetzt rudern wir mal weiter. Der Ruderplatz ist heute sehr beliebt, weil einem da nicht so kalt wird. Und ja, hoffentlich, fingers crossed, können wir euch dann demnächst mal einen Fisch in die Kamera halten.
So, hier haben wir jetzt mal ein Hecht. Haben wir erstmal ein Echolot. Also genau, hier haben wir ein Echolot und diese Signatur hier ist höchstwahrscheinlich ein Hecht, den wir nicht wirklich gut drauf haben auf dem Echolot, weil wir ihn eben nicht richtig erwischt haben, der vielleicht hier hinter diesem Fischschwarm steht. Und ihr seht, er steht so auf 16, 17 Meter. Das heißt, wenn unser Köder so auf 13, 14 Meter läuft, kann der durchaus noch hochkommen und sich den wegschnappen. Hier, guckt es euch an, Leute. So sieht ein typischer Renken- und Saiblingsschwarm aus. Das habe ich übrigens auch nochmal irgendwann vor. Ich habe gehört, dass du das auch kannst. Das können, ja. Also fangen können wir sie auf jeden Fall. Können wir auf jeden Fall im nächsten Jahr, wenn sie dann aus der Schonzeit wieder draußen sind, mal einen Trip planen. Ja, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Das wäre auch mal so ein Fisch, wo man so sich einen Catch-and-Cook anbieten würde. Ich habe gehört, die sollen ganz lecker sein. Ja, ich habe auch gehört, dass wenn wir vielleicht ultra wild drauf sind, können wir sogar einen Catch-and-Cook auf dem Boot machen. Ja, wir machen heute. Heute also machen wir nämlich machen wir nur einen Cook auf dem Boot. Machen wir einen Cook. Ohne, also einen Catch vielleicht auch, aber den gucken wir jetzt höchstwahrscheinlich nicht direkt. Aber so eine Renke ist halt so eine schöne Größe, dass man die auch einfach mal auf dem Boot weggucken kann. Heute übrigens das nicht, also das nur Cook. Das habe ich mir abgeguckt in Rügen. Ich war letztens in Rügen. Und ich werde es einfach später zeigen. Auf jeden Fall ist ein Grill mit dabei. Und wenn der Wind nicht stärker wird, wird es auf dem Boot eine gute Nummer. Fisch ist dran. Ich hab doch, ich bin gerade überhaupt nicht im Modus so für Stress und alles andere. Ich habe einfach einen Fisch dran. Ist er noch dran? Spürst du ihn noch? Ich spüre ihn noch. Sehr gut. Ich hab's noch gar nicht verarbeitet, dass wir gerade einen Fisch dran haben. Und witzig, gerade hast du auf Rudern gewechselt. Ja, das war wahrscheinlich der Wechsel, oder? Ja. Änderung. Genau, vermutlich. Ist ja krass, ey. Ich muss jetzt mal kurz mehr Emotionen zeigen. Leute, das ist ja echt heftig, oder? Einfach einen Fisch. Ich glaube, wir räumen hier komplett einmal alle Routen gerade ab. Das ist egal. Das ist Profi-Angeln, was wir hier betreiben. Vergesst es nicht. Alles egal. Ihr müsst immer nur kurzweilig denken, Leute. Denkt immer nur den nächsten Schritt. Überdenkt nicht andere Sachen auch noch. Tim von Colli Merke. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe auch nichts. Ich würde auch gerne reinfilmen, aber wir schauen einfach vor dir die Kamera. So bremsen. Technisch und so. Lässt er einfach mal zu. Wenn es jetzt keine Vollmurmel ist, dann passt es so. Es ist, glaube ich, keine. Nee, aber es ist faktisch schon mal ein Fisch. Es ist wirklich, hat Flossen und Kiemen. Ist ja krass, ey. Ist ja krass. Leute, habe ich mir wohl den richtigen Typ rausgesucht. Ist er noch dran, frage ich mich. Er ist noch dran. Ach, da hinten kommt er angezwirbelt. Freunde der Nacht, ich freue mich jetzt schon sehr drauf, dass ich gleich für 10 Minuten die drei Schnüre hier alle entwickeln darf. Ja, und ich werde mich blöd stellen. Keine Hilfe. Ich kann das nicht. Okay, jetzt genau, lässt ihn hier praktisch reinskaten. Leute, ein Fisch, ich glaube, es ist nicht. Ein Fisch, ja. Ja, jawohl! Petri! Ja, danke. Habe ich richtig viel für gekämpft, habe ich sehr viel Eigenverantwortung. Hey, du hast Fisch gerudert. Du hast ihn mehr gearbeitet, als geht. Okay, Leute, gucken wir mal da kurz auf unseren Rand. Marius hat mich gerade noch mal daran erinnert, ich habe es gar nicht mehr selber gewusst. Ich hatte doch gerade gesagt, wir werden wahrscheinlich gleich beim Essen den Fisch fangen. Wir haben wahrscheinlich beim Essen den Fisch gefangen. Schein, für so einen richtigen Marius-Wheelfishing-Fisch fehlen noch ungefähr dreifache Körpermaße. Aber ich muss sagen, an so einem kalten Wintertag beschweren wir uns erstmal eher weniger. Guckt euch auch mal diese Murmel an. Stand im Flachwasser, wir haben auf ein flaches Renkenimitat gefangen. Und mehr habe ich gar nicht dazu zu sagen. Petri. Schöner, gesunder Herbstfisch. Ja. Freue ich mich. Köder kannst du noch mal zeigen? Ja, schwarz mit so einer Silhouette. Genau. Ohne Blei, ohne gar nichts. Also eigentlich genau das, so wie ich es nicht erwartet habe. Schön saftig gebissen, kein vorsichtiger Biss. Das ist gut so. Nice. Petri. Ja, das ist doch schön. Der erste Fisch im Netz. Das macht den Tag doch schon mal ein bisschen besser. Jetzt kann ich auch meine Butterbreze weiter aufessen. Nach dem Rudern, jetzt wird hier gerade weitergerudert. Eigentlich müsste es genau jetzt reinfallen, weil wir gewechselt haben, sowas zumindest gerade. Ich glaube, also ungelogen, ich glaube tatsächlich, dass das gerade was da mit dem Wechsel zu tun hat. Wir haben auch vorher drüber geredet, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch Schleppangeln betreibt, dass wenn man Schleppen stoppt und dann irgendwie die Ruten reinholt, weswegen auch immer, dass dann oft Bisse kommen, zumindest bei mir, das ist echt oft so passiert schon. Könnt ihr mal reinschreiben. Was macht man mit einer Stationärrolle?
mal 18 cm lang. Gummifisch. Man schneidet beim Freiwasserwerfen. Das macht man übrigens auch mit jedem anderen Gummifisch und jeder anderen Rolle. Genau, das liegt nicht am Material. Nö. Das sollte ich hiermit nicht infizieren. Liegt hauptsächlich, glaube ich, am Angler. So, aber und was macht man, wenn man geschneidert hat? Richtig. Und gibt Mittagessen, ne? So, ich habe hier was mitgebracht. Und zwar zünden wir das Boot an, damit uns ein bisschen wohlig war. Viel Spaß im kleinen Tischgasgrill dabei. Und jetzt gibt's Essen. Hot Dogs. So Leute, ich habe einmal ein kleines Tellerchen vom Kindergeburtstag von vor 15 Jahren von Marius. Jawohl. Dann habe ich Hotdog-Brötchen. Dann habe ich American-Style Hotdog Sauce. Die übrigens nicht gesponsert an der Stelle. Nö, ja. Ist einfach. Aber der Platz wäre frei. Dann haben wir Messer. Dafür kann man wirklich Werbung machen. Das Gefro-Gewürzmesser, was man kostenlos bei jeder Bestellung dabei kommt und was seit 100 Jahren scharf ist. Dafür mache ich gerne Werbung. Dann hier Gurkenscheibchen. Röstzwiebeln, sehr geil. Und natürlich das Wichtigste, Hotdog-Würstchen. Da würde ich sagen, kann man nicht haten, oder? Also ich hate auf keinen Fall. Ich hate auch nicht. Wenn dann richtig. Das Cheers. Gibt Bayern Flair. So, die Würstchen sind schon drauf. Jetzt kommen noch die Brötchen dazu. Ich bin so frei und schneide dir da jetzt schon mal an, ne? Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Geil, oder? Sehr, sehr geil. Und da schieben wir uns jetzt richtig rein, oder? Aber hallo, ins Fressbrett. Das ist nochmal ein gutes Cook and Cook. Ja. Okay Leute, es ist passiert. Der zweite Fisch hängt. Der ist gefühlt auch echt gut. Klar, sehr gut. Jetzt drillst ja auch du, ne? Ja, wie gesagt, war klar, sorry. Kein Problem. Geil, geil, geil. Soll ich irgendwas machen, dich irgendwie unterstützen? Ich kann meine Hand auf deine Schulter legen und das dir eine gut, moralische ja. Unterstützung geben. Ich bin gerade ein bisschen nervös, muss ich sagen. Alter, das ist ein großer Fisch. Das ist nämlich ein echt großer Fisch. Kann ich dir... Oh, Alter! Ja. Kann ich dir beim Keschern helfen? Wahrscheinlich nicht. Da ist die Bremse ganz weich. Aber hoffentlich schlägt ihn jetzt nicht raus. Krasser Fisch. Pass auf die Hüte auf. Krass, 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 krass. So, da kommt der Film den Fisch mal. Alter, was ein Tier. Junge, wir haben es geschafft, Marius. Oh, das könnte der hat das niedrig, glaube ich. Easy, der easy. Ah, wobei, ja, weiß ich nicht. Doch. Okay. Easy. Rein damit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jawoll! Safe-Metrik. Jawoll, Digga. Ey, letzte Sache, womit ich gerechnet hätte. Da dachte ich, ja, das Boot geht unter und fackelt ab. Oh mein Gott. Auf welchen Köder? Ja, auf wieder die Ranky. Dass wir Ranken im Mittag, läuft. Krass, krass, krass. Und das Verrückte ist, ist wieder flach. Wieder auf 4 Meter ungefähr wird der Köder tief gelaufen sein. Ey, cool, hey. Ein saftiger Real-Fishing-typischer Fisch, ey. Perfekt. Ja, vor Alpen sehen kann er. Ja, ich wollte gerade sagen, ist übrigens der erste Meter für mich wahrscheinlich dieses Jahr, wenn er ihn hat. Ich gehe mal schwer davon aus, aber Colin, danke dir, dass ich ihn nehmen durfte. Auf jeden Fall, du hast ihn absolut verdient. Ja, geile Meile, hey, einfach krass. Mega. Das ist übrigens der erste Meter, den ich dieses Jahr in Bayern sehe. Das ist immer nur im, ich hoffe, er hat ihn. In den Reisen. Ja, er hat ihn auf jeden Fall. Geil, das ist richtig, richtig gut. Also wenn man bei schönem Wetter, mit wenig Wind, große Hechte im Herbst fängt, wo sie tief stehen, heißt man halt einfach Ketchup und Fishing, ne? Spaß, Leute. Geil, du. Und eine richtig dicke Murmel, schön fett gefressen im Winter. Wir angeln auch nur mit Big Baits. Das ist schön. Das macht Laune. Endlich. Ich habe jetzt gerade nochmal einen Kescher geguckt. Wir sind uns jetzt doch nicht sicher, ob er den Meter hat. Deswegen liegt jetzt hier ein schönes Scale. Ich hoffe, es ist auf jeden Fall ganz dolle. Er sah halt extrem fett aus, deswegen habe ich von Anfang gedacht. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber wir werden es ja gleich rausfinden. Dafür ist eine Scale ja da. Hat er ihn? Hat er ihn? Hat er ihn? Ich hoffe so hart. Oh, er ist doch ganz schön lang. Ne, hat ihn, glaube ich. Hat ihn. Hat ihn nicht. Ne, 97, aber trotzdem. Das ist natürlich scheißegal. So ein geiler Fisch. Hammer, Leute.
Marius. Ein fettes Freiwasserschwein. Da fehlt zum Meter nicht viel. 97 hat er. Absolut geiler Endstufe-Fisch. Macht mich total glücklich. Fett wie eine Kuh. Das sind halt die Fische im Herbst hier. Super geil. Boah, was für ein Fisch, ey. Coole Geschichte. Also wir dachten echt, der hat den Meter, aber wie gesagt, bei 97 so fett, da kann man es, glaube ich, uns nicht verübeln, dass wir gedacht haben, dass der Meter hat. Und es ist auch völlig wurscht, ob er den Meter hat oder nicht. Ein Meter wäre genau der gleiche Fisch gewesen wie der jetzt. Hammergeil. Ich bin happy. Das würde ich sagen, zieh mal weiter, weil vielleicht kriegen wir für den Colin auch noch einen fetten Fisch. Also ich muss sagen, wer da nur auf die Zahlen geht und jetzt 97er oder weniger wertschätzt als Meter, lost. War wirklich ein extrem geiler Fisch, vor allem an so einem harten Wintertag. Zweiter Biss, zweiter Fisch. Was will man mehr? Man muss sagen, auf die einzig flach geschleppte Route, also wir sollten vielleicht noch eine zweite in den Flachwasserbereich ziehen. Glaube ich, eine ganz gute Idee. Ey, krass, Mann. Ja, ich muss sagen, beide Hechte kamen, als ich gerudert bin. Das heißt, ich wurde jetzt versklavt, den Rest des Tages wahrscheinlich zu rudern. Ja. Ist aber egal, wenn die Quote so beibehält und wir noch einen bekommen, wir haben noch anderthalb Stunden, bis die Sonne da hinter dem schönen Berg verschwindet, dann wäre echt Abfahrt, Leute. Kamen jetzt beide auf die Ränggemietate und beide sehr, sehr flach, 3 bis 4 Meter. Die anderen Köder, die von Weston, die haben wir einfach viel zu tief gefischt. Wir haben jetzt auch einen Weston-Köder flachgestellt. Mal gucken, ob da noch einer ballert. Weston-Köder könnt ihr übrigens auch im Hype-Fishing-Shop bestellen. G steht für Gönn, Leute. Habe ich von irgendeinem anderen YouTuber den Satz? Wer weiß es, der schreibt es in die Kommentare. Jetzt probieren wir auf jeden Fall noch so einen Schwein rauszukriegen, oder? So dick wie die im Herbst sind, brauchen wir auch nur 1,5 Meter für 10 Kilo. Der hat die 10 Kilo. Ja. Also läuft. Das ist schon schön. Hier könnt ihr nochmal sehen, wir haben jetzt eine extra Lavalampe an Bord. Ein bisschen fallisch aus, aber wir haben es einfach nicht geschafft, noch einen Hotdog zu essen. Du, dein Boot, da ist ein bisschen nass und es sieht gar nicht so regnerisch heute aus. Ja, it's not a bug, it's a feature, wie ich immer schön sage. Es ist einfach wichtig, dass wenn ihr Fische schonend behandelt, dass alles möglichst feucht ist, weil damit die Schleimhaut eben intakt bleibt. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dass ich eine Volldurchflutung von meinem Boden vom Boot haben möchte. Wie habe ich das erreicht? Ich habe hinten ein Loch reingebohrt und habe ein neues Lenzventil eingefügt und habe mich dann dazu entschlossen, dass ich es nicht einfach komplett dicht mache, sondern so einen kleinen, anscheinend kleinere Risse drinnen habe, wo eben ganz langsam und sicher über den Tag verteilt so ein bisschen Wasser reinlaufen kann. Und das erlaubt euch dann, dass gerade wenn ihr dann später am Tag einen schönen Fisch fangt, dass ihr den dann eben im Prinzip, dann müsst ihr das Gel nicht mehr nass machen, das macht alles der Bootsboden für euch. Also könnt ihr euch ja auf jeden Fall mal anschauen. Link zu dem Feature findet ihr hier oben in der Infobox. Kommt ihr bei mir auf die Website. Ich biete euch das an. Ist auch relativ kostengünstig. Ich brauche einfach nur einen Bohrer und ja, dann können wir da auf jeden Fall drüber reden. Ich finde eigentlich dafür jedes Boot eine Lösung. Und ja, schreibt mir gerne mal. Ich freue mich über euer Interesse. Die super Taktik ist übrigens, ihr zieht dann selber so krasse wasserdichte Winterschuhe an und euer Angelkollege zieht sich ganz normale Adidas an, die langsam aber sicher sich etwas kalt und klobig anfühlen. Panorama, das ist schon, muss man sagen, das kann Bayern. Ja. Wer ist der Berg? Das ist der schöne Berg. Der schöne Berg? Ja. Okay, also es ist ein schöner Berg. Da sind ja, schöner Schneeberg, aber nur im Winter heißt der schöner Schneeberg. Okay. Sommer okay, heißt der anders. Ah, okay, gut. Ja. Aber dazu müsst ihr bei mir auf dem Kanal vorbeischauen, um zu wissen, wie der im Sommer heißt. Das ist sehr gute Werbung. Ja. Die sollten wir auf jeden Fall drin lassen. Ist übrigens hier oben eingeblendet, mein Kanal. Ja. Oder vielleicht auch da, wir wissen es nicht. Nee, es ist hier, ich kenne mich auch. Ah, okay, sehr gut. So groß wie das Mikro eines Mannes, so ist auch sein Johannes. Leute, wenn es irgendwann mal einen Hersteller gibt, der Jacken in dem Stoff von diesem Mikrofonschutz herstellt für Wind, ich würde alles investieren, Invest-Button drücken. Das ist das Kuscheligste, was es hier gibt. Hier seht ihr übrigens Qualität und das, was ihr gerade anschaut, das ist das andere. Was sagst du zu Leuten, die Schleppen haten? Ja, es ist ja immer die Aussage, ja, mit dem Schleppen, da fängt ja jeder und es ist ja easy. Für uns an den Alpseen ist es sicherlich die effektivste Methode, im Freiwasser Hechte zu fangen. Sicherlich ist das Freiwasserwerfen nochmal krasser, wenn der Fisch dann reinschlägt und geiler, klar. Aber ja, wenn man Fisch fangen will, ist für uns hier in den Gewässern das Schleppen einfach the way to go. Gerade wenn man die Großen will. Mag sein, dass es in anderen Deutschland anders ist, dass da Schleppen ein Freifahrtschein zum Fischfangen ist und zum Großfischfangen. Aber naja, bis jetzt habe ich immer sehr viel gehört, dass man mit dem Schleppen ja so einfach fängt, aber selbst wenn die Leute das dann mal machen mit dem Schleppen, fangen sie auch nicht ohne weiteres. Also da gehört auch ein bisschen Strategie und Wissen dazu. Und ja, wenn man das ganze Thema dann über Jahre macht, kann man da sehr gut fangen. Aber ich glaube, das ist bei jeder Technik so, ob es jetzt beim Pelagen ist oder beim Barschangeln.
man muss sich einfach reinfuchsen und dann wird man auch belohnt. Und ja, ich bin langsam an dem Punkt, wo ich eben diese Belohnung ab und an mal abhole. Und heute war es wieder soweit. Und ja, ich denke, am Ende des Tages macht es die Mischung. Aber für uns hier an den großen Alpseen ist Schleppen schon immer noch the way to go. Wenn du dich entscheiden müsstest, ein Leben lang nur noch schleppen oder ein Leben lang nur noch werfen? Freiwasser werfen oder werfen werfen? Freiwasser werfen müsste ich wahrscheinlich deine Entscheidung, ja? Also schleppen oder werfen würde ich mir natürlich fürs Werfen entscheiden, aber ja. Also allgemein fürs Werfen. Wenn ich jetzt nur sagen würde, nur schleppen oder nur Freiwasser werfen, wahrscheinlich fürs Schleppen. Ja, eigentlich müsste man ja denken, so als Fliegenfischer verurteilt man das Schleppen dann noch mal mehr. Aber ich sag's wie es ist, da komme ich aus meiner Jugend, aus dem Bereich, wo Fischfang halt wichtig ist und Fischfang zählt. Und Fischfang das Schöne ist am Angeln. Und ich muss sagen, dieses Argument, dass man sagt, ich spüre den Biss nicht in der Rute und so, das kann ich definitiv nachvollziehen. Das ist beim Werfen deutlich, deutlich geiler. Und dann beim Fliegenfischen nochmal deutlich geiler. Aber das Argument, dass Schleppen jeder kann und das Schleppen total einfach ist, das, meine lieben Leute, das ist definitiv anders. War schon mal an einem anderen Voralpensee mit jemand anderem. Da hat sich schon gezeigt, ohne die Hilfe komplett lost gewesen. Und auch heute wieder. Es sind halt einfach dann doch die Erfahrungswerte, auch dass man sagt, wir stellen eine Route auf flach, obwohl alle Leute im Herbst sagen, tief schleppen. Auch sowas, das ist dann doch einfach nochmal eine Änderung, genauso wie Geschwindigkeit beim Schleppen und alles andere. Das hat schon auch was mit Erfahrungswerten und Skill auf jeden Fall zu tun. Jetzt in den Abendstunden holen wir noch den Zeitplaner ein. Es hat leider nichts mehr gebissen. Wir holen jetzt gerade die Ruten rein. Das sind 20 Meter vor dem Rand. Ich freue mich sowas von auf diese Sitzheizung vom Auto. Das ist gerade mein Highlight des Tages. Boot aufräumen. Boot austropfen lassen. Ich würde sagen, wer den größten Fisch gefangen hat, der muss aufräumen. So ist es bei uns immer so. Es war ein schöner Tag. Wir hatten schöne Gespräche. Wir hatten schöne Fische. Auf jeden Fall für die Herbstsaison. Werden wir uns nochmal sehen, Marius? Nein. Okay, das hast du jetzt die Stimmung ein bisschen gekillt. Aber das bin ich gewohnt, da stehe ich drüber. Dann halt nicht mehr. Ich hätte dir gerne Fliegenfischen beigebracht Anfang nächster Saison. Anfang nächster Saison? Ja. Ah, da ist gerade ein Termin bei mir frei geworden. Ah, okay, gut. Dann dürfen wir es doch vielleicht ins Auge fassen. Ja. Das werdet ihr dann bei, wie heißt der Kanal nochmal? Ich hab's vergessen, leider. Real Fishing. Alter, das war doch da. Also das war nie, keine Einblendung, Leute. Da werdet ihr das auf jeden Fall sehen. Da könnt ihr auch nochmal vorbeigucken. Da gibt es noch ganz viele andere Videos, wo hier noch größere Fische an dem See gefangen werden und an anderen Seen. Ja. Zieht's euch rein, Leute. Support ist kein Mord. Und wir müssen aber jetzt reinhauen, weil es ist wirklich arschkalt hier. Tschö. Ciao.